Ja, und diese 7 Stunden, die ich da jetzt da im Auto gesessen habe und da mitgefahren bin bei deren Arbeitstag, da muss ich auch noch ein bisschen drüber nachdenken, weil das hat verschiedene Sachen. Das eine ist so diese Wertschätzung von Zeit. Das ist ja wirklich, wenn jemand 7 Stunden meiner Zeit verbraucht und die ich in jedem Fall hätte anders nutzen können, dann frustriert mich das sehr. Und ich glaube, jeder von euch aus dem gleichen Kulturkreis würde das ähnlich empfinden, dass das irgendwie, dass man mir wenigstens hätte sagen können, dass ich einfach nur mitfahre und die ihren Arbeitstag machen soll. Das ist das eine. Aber das scheint hier wirklich ein anderes Verhältnis zu sein zur Zeit. Ein sehr entspannteres Verhältnis auf jeden Fall, aber ja, ist mal aus unserer Brille auch so, dass man eben die Zeit eines anderen eigentlich nicht so verbrauchen kann, nicht so, dass man die wertschätzen muss. So, also an der Stelle ein großes Missverständnis. Das andere, was ich da gemerkt habe, ist ein völlig anderes Verständnis von Arbeit. Das ist ja bei uns, soll das ja auch alles möglichst effizient sein und so. Das hat sicherlich viel mit dem Zeitverständnis auch zu tun. Die eine Sache ist, dass das mit Abstand der ineffizienteste Arbeitstag war, den ich jemals erlebt habe. Also ich meine, ich habe nicht so viele andere Arbeitstage von anderen Menschen erlebt, aber ihr wisst, was ich meine. Wir sind da 1,5 Stunden hingefahren. Und eben, also 7 Stunden dieser ganze Tag haben wir auf den gewartet. Das war scheinbar nicht so richtig abgemacht. Oder eben im Sinne von, er hat einen Tag vorher angerufen und da meinte, der ist nicht da, komm morgen. Und morgen war dann eben an diesem Tag. Dann sind wir da halt hingefahren, aber es war keine Zeit vereinbart. Dementsprechend haben wir da noch gewartet. Und im Endeffekt haben sie eine Rechnung abgegeben. Das ist ihr Auftraggeber da. Und haben eine Rechnung abgegeben und wollten noch ein bisschen, glaube ich, über den Preis verhandeln oder irgendwie sowas. Aber das hätte eine E-Mail sein können. Das ist so die eine Sache. Die andere Sache, da haben sie bei einem, das war so ein ganz kleiner Tempel in irgendeinem Dorf, haben da was vermessen, da sollte ein neues Haus gebaut werden. Und das war aber auch jetzt nicht die große Aktion. Das hätte jetzt nicht, was ich da beobachtet habe, viel Expertise gebraucht, um das auszumessen. Das hätte also irgendwer anders machen können, der vor Ort ist. Auch das hätte eine E-Mail sein können. Aber das waren 2 Stunden für 7 Stunden für 2 Leute von dieser Firma, beziehungsweise ich auch noch, der auch noch dabei war. Und die haben beide einen Masterabschluss als Bauingenieure, muss man vielleicht dazu sagen. Der eine der Geschäftsführer und der andere so der leitende Ingenieur da in dieser Firma. Es ist aber auch so, dass die Leute jeden Tag arbeiten. Also eigentlich hatten sie den Abend vorher gesagt, ja, Samstag ist der freie Tag, aber dann meinten sie, ja, das gilt halt dann nur für die Leute, die bei der Regierung angestellt sind und Beamte und so. Aber in der freien Wirtschaft ist das anders und es scheint so diese Erwartungshaltung zu geben, dass jeder immer arbeitet. Das ist auch in krasser Weise dann wieder deutlich geworden bei diesen. Ich habe dann eben da, wo die Firma ist, wo wir am Anfang gewartet haben, wieder gesehen, wie die Arbeiter da leben. Und das ist, habe ich ja schon mal erzählt, dass mir das in Restaurants oder also in den Hotels schon aufgefallen ist, dass das immer die gleichen Leute sind, die spät abends und früh morgens einen da bedienen, in dem Restaurant und dass Leute am Arbeitsplatz schlafen. Und das war da auch der Fall. Da gab es so eine kleine Baracke. Die Männer kommen dann von irgendwelchen Dörfern, die sind weit weg und mieten sich dann halt eben nichts hier irgendwie im Ort, sondern sind dann halt in dieser winzigen Baracke direkt auf Arbeit. Und das war wirklich ein kleines Zimmer mit 3 Doppelstockbetten, oder also 3 oder 4 davon. Und so richtige Pritschen, also so ein Metall-Doppelstockbettgerüst und ein Holzbrett drin. Und dann lag da eine Decke drauf. Und auf dieser Decke haben dann die Leute gelegen. Also ja, das war schon ein sehr niedriger Standard und wirklich krass, zu denken, dass die Leute da wohnen letztlich, weil ja scheinbar wirklich jeden Tag gearbeitet wird, wenn auch eben dann in einem sehr entspannten Rhythmus und einem ganz anderen Zeitverständnis, als wir das so haben. Aber eben diese Erwartungshaltung auch da ist, dass jeder immer arbeitet. Ich habe ihn auch gefragt, ob er mal Urlaub macht, oder er meinte sowas wie, naja, er wollte ja mal Umesh auch in Deutschland besuchen und so. Und ich hätte es gerne mal gemacht, aber es hat dann von der Arbeit nicht gepasst. Und meinte dann auch, er kann es nicht planen. Es ist nicht wie in Deutschland, wo wir halt ein Jahr im Vorhinein unseren Urlaub planen, sondern es ist so, dass man das Maximum 3 Wochen im Voraus weiß oder so, weil wenn es dann gerade nichts zu tun gibt, sozusagen, kann man Glück haben, dass man mal 2 Wochen nicht arbeitet, scheinbar. Aber es ist so, dass wirklich alles relativ spontan läuft. Wie ich erzählte, dass er da angerufen hat, so, hey, kann ich heute kommen? Und er meinte dann, nee, kommst du morgen. So, und das war jetzt nicht,
nicht vereinbart wie bei uns 3 Wochen im Vorhinein, dass wir dann einen Termin machen und dann bin ich zu der Zeit da. Also ja, wirklich an vielen Stellen war das ein sehr erhellender, wenn auch frustrierender Ausflug, so das zu sehen, wie die Arbeitskultur hier ist. Und auch das stelle ich mir vor, mit Sicherheit große interkulturelle Schwierigkeiten da natürlich hat, wenn ja, zum Beispiel hier die Zusammenarbeit viel mit China läuft, aber auch wenn natürlich hier irgendwie Kooperationen mit dem Westen sind. Ja, also ein spannender Einblick und ja, frustrierende Erfahrung.